Und man könnte sich auch die Frage stellen, das ist eine Schlüsselfrage, die kann sich jeder mal stellen, finde ich eine sehr mächtige Frage, wenn man das mal auf sich wirken lässt. Die Frage lautet, wie sieht dein Daseinsprogramm innerhalb des Schöpfungsprogramms aus? Dein Daseinsprogramm ist dein Lebensplan, deine individuelle Berufung, die du dir selber auch vorgenommen hast, um innerhalb eines viel größer angelegten Planes oder Schöpfungsspiels bestimmte Erfahrungswerte zu sammeln, bestimmte Entwicklungsstufen zu vollziehen. Und diese Frage kann sich jeder stellen, weil jeder, der hier ist, hat sich freiwillig gemeldet. Er ist hier nicht hergeprügelt worden, sondern er hat sich freiwillig gemeldet, auch wenn er es vielleicht vergessen hat. Wir sind jetzt in einer Zeitqualität, die extrem eine hohe Ereignisdichte hat. Also man hat das ja Gefühl, dass die Zeit komprimiert sich gerade. Das ist ja extrem, was wir hier erleben. Gleichzeitig bietet es aber auch sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten. Also wir werden sozusagen richtig von den Umständen, könnte sagen, so gewalkt, ja. Und entweder zerbröseln wir zu Staub oder werden zu Diamanten geformt. Mal ganz vereinfacht. Das heißt, es geht jetzt extrem um Entwicklung. Das ist jetzt ganz massiv dran. Und das wird jetzt nicht nur individuell, sondern auch gesamtgesellschaftlich forciert. Durch diese verändernden Umstände, durch diesen Druck, der ständig jetzt seit 3 Jahren also extrem auf uns ausgeübt wird. Also es hat definitiv zugenommen. Wir kommen offensichtlich jetzt in eine bestimmte Zeitqualität, wo jetzt wirklich was Neues kreiert wird. Und wir wissen es aus der Natur, das ist ja auch die Losung der Freimaurer, aus dem Chaos eine Ordnung erschaffen. Das ist jetzt aber jetzt nicht einfach nur, weil die das mal geprägt haben, sondern die Natur an sich, die Schöpfung selber, verläuft ja auch zyklisch. Das heißt, es gibt Phasen, wo, wie wir es jetzt erleben, wo sich eine Ordnung, eine alte Ordnung auflöst. Dann gibt es eine Übergangsphase, die sieht chaotisch aus. Und dann plötzlich, wie aus heiterem Himmel, entsteht eine neue Ordnung aus sich selbst heraus. Wir kennen das von diesen sogenannten Klangfiguren, von diesen klattnischen Klangfiguren. Wenn man so Sand auf eine Lautsprechermembran legt und dann die Frequenzen hochfährt, dann gibt es Übergänge, wo es alles chaotisch ist und dann plötzlich erhöhst du die Frequenz noch ein bisschen und bumm, entsteht ein komplett neues harmonisches Muster. Das ist nur so ein Analogiebild, das uns zeigen soll, dass auch natürlich mit unseren, nehmen wir es mal, mit unserem Bewusstseinszustand, mit unserer Art, wie wir wahrnehmen, genau das Gleiche passiert. Nur in einem viel größeren Ausmaß. Das heißt, wir sind jetzt in so einer Übergangsphase, wo alles irgendwie, das Alte, das ist auch nicht mehr so richtig, das bricht zusammen. Das Neue ist auch noch nicht so richtig etabliert. Das war vielleicht im Ansatz schon erkennbar. Aber es ist noch nicht so, dass wir sagen können, ja, wir können uns entspannen, die Ordnung ist wiederhergestellt, wir haben die Sicherheit im Außen, wir haben die Vorhersagbarkeit für die Zukunft. Das ist gerade nicht. Und das macht, glaube ich, vielen gerade Angst. Aber wenn man versteht, dass es hier trotzdem ein natürlicher Prozess ist, eine natürliche Evolutionsstufe, die wir gerade erreichen, so würde ich das bezeichnen, es ist eine Evolutionsstufe, ein Quantensprung, ein Bewusstseinssprung, den wir jetzt als Menschheit vollziehen. Und offensichtlich wird versucht, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, um mitzukommen auf diese nächste Stufe. Aber entscheiden tut jeder für sich selber, ganz klar. Denn man muss auch verstehen, der Schlüssel zum Glück, nennen wir es mal ihn so, liegt in einer harmonischen Balance zwischen den eigenen Seelenbedürfnissen, also man könnte sagen, den eigenen Seelenwünschen, was jeder selber will, also dieses Ich will, und auf der anderen Seite, was muss ich tun? Weil ich bin ein soziales Wesen und ich habe natürlich auch eine gewisse Verpflichtung. Also man könnte sagen, zwischen Rechten, die ich habe, die ich einfordere, aber auch Pflichten, die ich anderen gegenüber habe, weil ich bin ja ein soziales Wesen. Ich lebe ja nicht allein auf diesem Planeten. Ich greife ja auf Erfahrungswerte und auch auf Errungenschaften, die meine Vorfahren erschaffen haben, zurück. Ja? Also der ganze Wohlstand, den wir auch in diesem Land haben, der wurde ja aufgebaut von den Generationen, die vor uns gelebt haben. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass innerhalb von wenigen Jahren das Ganze sozusagen vor die Hunde gebracht wird. Ja? Also der ganze aufgebaute Wohlstand. Viele haben Jahrzehnte dafür geschuftet und wollten eigentlich nur einen ruhigen Lebensabend haben. Und jetzt werden sie eigentlich massenweise enteignet und in die Verarmung getrieben. So innerhalb kürzester Zeit. Ja, und daran siehst du, dass wir uns zwar auf uns selber besinnen sollten. Und ich sage mal so, was jetzt echt überlebenswichtig ist, ist ein gesunder Egoismus in dieser verrückten Zeit. Man muss wirklich auch gut bei sich selber bleiben. Und Egoismus muss man unterscheiden. Es gibt eine Egomanie, wo es extrem ist. Das ist sicherlich dann nicht mehr sozial verträglich. Aber ein gesunder Egoismus ist, sage ich mal, jetzt hier überlebenswichtig. Und trotzdem sind wir soziale Wesen. Das heißt, wir gucken natürlich, wie geht es den anderen.
wie geht es der Familie? Und je nachdem, wie man mit den Menschen dann auch reden kann, ob die zugänglich sind, sollte man sich natürlich auch fragen, welche Pflichten habe ich hier auch mitzutragen? Und wenn ich nur an mich denke, dann bin ich wie ein Parasit. Ja, also das ist auch so ein Gleichgewicht. Und du weißt selber, du kannst zwar alles für dich erreicht haben, den Wohlstand und was weiß ich, die Reisen und was weiß ich, was du dir unter Glück vorstellst. Dann stehst du irgendwann auf der Spitze eines Berges. Auf der Insel der Glückseligkeit. Nur dann kommt ein Problem. Du guckst um dich rum und siehst, vielen Menschen geht es nicht so. Und wenn du dann noch, sage ich mal, wirklich Zugang zu deinem Wesen hast und fühlen kannst, dann wirst du das Leid der Menschen sehen und dich dann auch fragen, ja, warum ist das so und wie kann man das ändern? Und das meine ich halt. Wir haben Wünsche, die sollen wir auch bitte weiterverfolgen, aber wir haben auch gewisse Verpflichtungen, weil andere Menschen eben vielleicht noch nicht so weit sind oder andere Probleme haben und wir haben vielleicht die Lösung dafür. Das heißt, jetzt kommt es darauf an, dass wir uns auch gegenseitig hier, ich sag mal, unterstützen und helfen. Das will ich damit nur sagen. Das ist dieses, und das ist auch das Glücksgefühl, wenn ein Mensch dir aus tiefster Seele Danke sagen kann, weil du ihm geholfen hast. Das ist Glück. Genauso ist es Glück, wenn du etwas dir selber vorgenommen hast, was du gerne erreichen möchtest und es erreicht hast. Das ist auch Glück. Aber nur das eine, nur für die anderen sich aufopfern oder nur seine eigenen Ziele verfolgen, das ist zu extrem. Das wird dich irgendwann nicht mehr glücklich machen. Das ist wie eine Droge, die wird immer größer. Oder aber, wenn du nur für die anderen da bist, wirst du irgendwann ausgelaugt sein. Weil gerade viele Menschen sehr bedürftig sind und sehr viel Energie auch brauchen. Weil sie sozusagen wie ein, ja, man könnte fast sagen, wie ein schwarzes Loch sind. Sehr bedürftig sind, sehr viel Zuwendung brauchen, die sie vielleicht nie bekommen haben als Kinder gerade. Und dann ist die Frage, wie groß ist dein Energieakku? Ja? Und das sind alles so Dinge, damit muss man sich heute auseinandersetzen. Aber grundsätzlich geht es trotzdem darum, zu allem, was ist, harmonische Beziehungen aufzubauen. Zu sich selbst, zu dem, was um uns herum ist, also sprich zu den Mitmenschen und eben auch zum Allschöpfer, aus meiner Sicht jedenfalls. Das sind so wichtige Dinge, mit denen wir es uns jetzt hier zu tun haben. Und das ist letztendlich auch das, was den Sinn ausmacht.